Hallo und herzlich willkommen zu dieser kurzen Einführung in das Programm Twine. Twine ist ein Open-Source-Werkzeug zur Erstellung interaktiver Texte. Jeder Textabschnitt ist durch einen oder mehrere Links mit anderen Textabschnitten verbunden. Den fertigen Text kann ich als HTML-Datei veröffentlichen. Twine ist zu finden auf der Seite twinery.org, wo ich es herunterladen oder online nutzen kann. Auf dieser Seite sind auch noch verschiedene andere Ressourcen zu finden, wie zum Beispiel das Twine Cookbook, wo ich Antworten auf häufige Fragen und Lösungen für Probleme finde, und auch das ausführliche Twine Wiki. Weiter unten finden sich auch noch Links zu einigen Twine Spielen. Wir nutzen Twine jetzt online, klicken dazu auf den Link rechts oben und gelangen damit auf die Übersichtsseite, wo ich alle bereits erstellten Twine-Texte finde. Wenn ich Twine online nutze, ist zu beachten, dass die Geschichten direkt im Browser gespeichert werden. Wenn der Browser so eingestellt ist, dass regelmäßig der Speicher gelöscht wird, verschwinden also all diese Geschichten wieder. Ich muss also regelmäßig über Archiv rechts die Geschichten in eine HTML-Datei speichern, damit sie nicht verloren gehen. Wenn ich Twine öfter nutze, ist es aber sowieso besser, das Programm zu installieren. Ich erstelle jetzt mit dem grünen Button eine neue Geschichte, ein neues Projekt und nenne sie jetzt einfach Test. Ich sehe jetzt die Bearbeitungsoberfläche, wo bereits ein leerer Abschnitt angelegt worden ist. Die grüne Rakete kennzeichnet den Startabschnitt, ich kann sie später beliebig zuweisen. Zunächst möchte ich nur eine einfache Geschichte entwickeln, wo ich mich durch ein unbekanntes Haus bewege. Ich klicke also diesen Abschnitt doppelt an und nenne ihn Vorraum. Diesen Titel bekommen die Lesenden nicht zu sehen. Er ist aber wichtig, um den Abschnitt später wieder ansteuern zu können. Dann schreibe ich hier eine kurze Beschreibung hinein. Du befindest dich in einem Vorraum. Vor dir siehst du eine grüne Tür und eine weiße Tür. Ich möchte jetzt hier Links anlegen. Das funktioniert wie in einem Wiki. Ich schließe die Worte in doppelte eckige Klammern ein. Und Twine würde jetzt neue Textabschnitte grüne Tür und einen neuen Textabschnitt weiße Tür erstellen. Sinnvoller ist es natürlich, zu den Räumen dahinter zu verlinken. Dazu füge ich mit Minus und einem Größerzeichen einen Pfeil ein und schreibe hier Küche. Hier füge ich einen Pfeil ein und schreibe Wohnzimmer. Ich muss jetzt hier nichts bestätigen, ich schließe einfach den Abschnitt und ich sehe, Twine hat die beiden Abschnitte Küche und Wohnzimmer erzeugt, die über Pfeile mit dem Vorraum verbunden sind. Pfeil geht nur in eine Richtung, ich möchte aber, dass man auch zurückgehen kann, deswegen doppelklicke ich auf die Küche und trage hier die Beschreibung ein. Hier schließe ich nur den Vorraum in eckige Klammern ein, schließe diesen Abschnitt und ich sehe, ein Doppelpfeil führt von dem Vorraum in die Küche und zurück. Ich kann also hin und zurück gehen. Wenn ich hier rechts unten auf Spielen klicke, fange ich an im Vorraum, sehe eine grüne Tür, befinde mich in der Küche und kann zurückgehen zum Vorraum. Das ist also der Basisaufbau eines interaktiven Textes, wenn ich nur die Verlinkungsfunktion nutze. Damit lassen sich schon recht viele spannende Dinge machen. Ein größerer interaktiver Text, ein größeres Projekt würde zum Beispiel so aussehen wie dieser Artikel über kollaborative Schreibprojekte mit Twine.
Das sind wesentlich mehr Textabschnitte, die über Pfeile verbunden sind, aber größere Twines können auch hunderte Textabschnitte umfassen. Wenn ich dann mit meinem fertigen Text zufrieden bin, klicke ich auf dieses Zahnradsymbol als Datei veröffentlichen und es entsteht ein HTML-Dokument, das ich dann auch beliebig hochladen kann. So viel zu dieser kurzen Einführung in Twine. Im nächsten Video sehen wir uns an, wie ich die Geschichten ein wenig hübscher gestalten kann.